Nein! Ah! Oh! Ich wollte da oben bleiben. Ich wollte da oben durch die Tür durch. Ach, Menno. Beziehungsweise schauen, ob ich da überhaupt durch die Tür durchkomme. Oh, ist das nervig. Komm, einmal noch. Wenn das jetzt nicht klappt, dann hat es nicht geklappt. Ist doch nervig. Ja, bis hier alle reingezogen werden. Schön. Oh, einer war klug. Und Feuer! Oh! Cool, ich habe beide getroffen damit. So. Alter, der Sprung ist... Oh Gott! Okay. Ganz easy. Achso, da komme ich auch nur in den Altarraum. Da drüben komme ich nicht drauf. Dann passt sie. Oder? Achso, das ist der Altarraum. Gab's noch einen Weg? Achso. Das wäre vielleicht leichter gewesen, aber okay. Ignorieren wir, wir schlagen unsere 10.000 Räder quer durchs Schloss. In der Hoffnung, irgendwas zu finden. So. Hier sind doch bestimmt auch wieder Kisten, oder? Irgendwo. Da oben. Die Schrolle vorhin stand? Ja, natürlich. Ich spring jetzt trotzdem einmal. Ah, hier ist jetzt ein. Nee, kannst du mir mal. Als ob ich dann nochmal runterspringen würde. Bin ich blöd oder was? Das ist ein One-Way-Ticket. So, öffne zusammen mit Prinz Philipp das Tor und entkomme. Oh toll, die können Steine werfen. Das ist das ist toll. Ja, nett, danke. Reicht denn nicht, dass die Bogenschützen Pfeile schießen, die mich schon halb erledigen? Oder muss ich jetzt einfach nur hier alle Gegnerwellen durchhalten? Ist ja putzig. Ich muss sagen, ich glaube, ich hatte in keinem Kingdom Hearts bisher so viel Spaß mit dem Magnetding wie jetzt hier gerade. Den meisten Zauber, den verwende ich einfach null. Oh, oh, der weht. Oh, oh Gott. Oh. Ich habe eine Lücke reingeschlagen. Ich weiß gar nicht, kriegen die eigentlich Schaden dadurch, dass sie in dem Magnet drinnen sind? Ich glaube schon. Zwischen noch heilen. Und eine Kiste öffnen. Dem ein bisschen spielen. Zack. Ein bisschen hier reinziehen. Ja, ich glaube, der kriegt ein bisschen Schaden dadurch. Nicht viel, aber marginal kriegt er einen Schaden. Wenn die haben schon einen Schaden, dann kriegen sie auch einen Schaden. Wupp! Wupp! Immer schön auf Prinz Philipp aufpassen, der hat schon ordentlich Leben verloren. Alter, wieso hat er so viel Leben verloren? Das ist nicht gut. Ich muss mehr auf den... Oh Gott, das war eine falsche Attacke! Jetzt! Ah! Philipp! Achso, der... Ja, okay. Ich habe nichts gesagt. Da holt sie einfach. Das würde ich auch gern können. Jetzt! Hoch mit uns! Wupp!
Bis hier einfach die ganze Mauer eintritt. Ach ja. Wer mag nicht Frauen mit Muskeln? Die muss ja Riesenwaden haben. Ach, schön. Achso. Währenddessen kann ich nicht ins Menü. Okay. Ja. Jetzt habe ich nochmal extra nachgeschaut. Die kriegen Minimalschaden. Ach, Hauptsache dafür bin ich jetzt nochmal in den Modus gekommen. Weil ich das Rad geschlagen habe. Sportfund erhalten. Jetzt können wir schon mal höher springen. Sehr schön. So, haben wir irgendwas Stufe 3? Ja, natürlich haben wir was Stufe 3. Ich glaube, wir haben auch neue Sachen. Verwirrschlag und nichts. Nice. Aber wir können wieder Feuer reintun, das ist sehr gut. Wir haben irgendwelche Items neu. Ah ja, den Sporthund haben wir neu bekommen. Kann man den eigentlich unter den Sprung nehmen? Passt schon. Und ich glaube, der Seifenbläser ist voll. Ja, dann können wir da direkt. Gefrierpunkt einfach nur, weil wir es gerade neu bekommen haben. So, da haben wir irgendein Item. Genau. Können wir irgendwas kombinieren? Nee. Braucht noch ein bisschen, aber wir haben zumindest im Moment wieder zumindest ein, zwei Fähigkeiten, die wir neu ausrüsten können, sobald wir mit etwas fertig sind. Ist immer gut. Bei dem Spiel muss man wirklich auf Zack sein und die ganze Zeit die Fähigkeiten aufleveln, damit man hier weiterkommen will. Apropos, Vita fertig. Direkt den nächsten Feuer rein. Den Feuer. Hätte ich Zauber dazu gesagt, hätte es sogar gepasst. Habe ich das? Nein, natürlich nicht. So. Aber wir machen das mittlerweile auch guten Nahkampfschaden. Ich meine, ich kämpfe jetzt gerade ein bisschen Nahkampf, weil sich die Fähigkeiten jetzt gerade alle aufgeladen haben. Und die neu ausrüsten, aber wir können uns zumindest wehren. Sagen wir so. Ach ja, und die D-Links. Stimmt. Auf die habe ich jetzt komplett vergessen. Aber jetzt hier auf die. Obwohl da unten. Da findet er gar kein neues Gebiet an. Der verfolgt mich. Das ist ein Stalker. Haben wir mal Cinderella fertig. Falls es ausgeht, natürlich. Nur. Wupp. Also, falls ich was bekomme, meine ich. Ja! Wui! Das ging jetzt gut. So, die Abschlusskommando brauchen wir nicht machen. Das kennen wir eh schon. Das war das mit der Kutsche zum Schluss, mit dem Dreieck und X drücken und hast du nicht gesehen. Das war jetzt nicht so spannend. So, können wir gleich das nächste machen. Wir sind, also mit Aqua sind wir echt gut dabei. Da sind wir auf Zack. Brummbär. Hauptsache Brummbär ist derjenige, der uns der die Jackpot-Fähigkeiten hat. Auch Nummer 1. Geht doch. Geht doch. Wieso nicht immer so? Hier keine Gegner. Irgendwie habe ich jetzt erwartet, dass hier unten auch noch Gegner kommen. Aber egal. Wir haben jetzt zwei von den Dingern gefunden. In zwei Formen. Auf dem kurzen Weg. Kann man sich eigentlich echt nicht beschweren. So. Kistchen. Wir brauchen ein bisschen D-Link auch gerade wieder. Kistchen. Ich glaube, ich muss mir die Feuerzauber höher rauf tun. Die sind einfach 100-mal stärker als die Fesselschläge, mit denen ich vor allem eh nur ab und zu treffe. Und Feuer ist ja, glaube ich, zielsuchend sogar. So. Kommen jetzt noch Gegner? Ja, natürlich. Wieder am besten direkt wieder
alles vollkriegen, damit ich da ohne Druck das einsetzen kann, wenn ich drauf Lust habe. Süße Erinnerung! Ach ja, das... Die Attacke ist ziemlich cool. Macht jetzt nicht so viel Schaden, aber es sieht cool aus, wenn man so riesen Wirbel rumschießt. Attacke gestiegen, Abwehr gestiegen. Abwehr ist wichtig. Attacke ist natürlich auch sehr wichtig, aber... Wir müssen noch ein bisschen mehr aushalten können im Moment. Darauf sollten wir auf jeden Fall ein bisschen Fokus legen. So. Sind wieder so Pflanzentypen gespawnt. Happy! Wow! Oh, Feuerstufe 3. Nein! Und schlafen! Hatschi! Bombeer! Items! Abschluss! Eins nach dem anderen! Wahnsinn! Und wir treffen nichts, weil die Gegner alle aus der Reichweite sind. Nice! Komm, gib mir jetzt... Oh, Goldrausch! Cool, 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 cool. Warte, muss ich gleich reinschauen. Abschlusskommando. Das war das erste, was er entwickelt hat? Das ist mal neu. Das war jetzt, glaube ich, bei mir noch nie das erste. Weil wir gerade hier sind. Oh, wir haben jetzt einiges voll wieder. Feuersturmlauf, das klingt cool. Verwirren. Und dann können wir Feuer kombinieren. Und uns ein dickes Feuer machen. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Steigende maximal LP ist gut. Vitalität, perfekt. So, und direkt reinpacken. So. Das sollte jetzt eh wieder ein bisschen halten und dann müssen wir uns eh wieder Fähigkeiten, Zauber kaufen. Außer wir finden jetzt hier mal wieder was. Nein, natürlich nicht. So, wo laufen wir eigentlich hin? Ach ja, stimmt, zum Schloss, zu Aurora. Da war ja was. Wir speichern hier jetzt mal nicht. Ja, komm, brauchen wir nicht. Haben wir jetzt nicht nötig. Upp. Ich glaube, das Verwirren reintun ist jetzt gerade nicht die klügste Idee, weil jetzt kommt, glaube ich, ein Bosskampf. Aber okay. Wir können es jetzt eh nicht mehr ändern.